Eine schöne Frage zu der Aufgabe 25, in der es um die Zwei-Pol-Theorie geht. Da sind verschiedene Schaltungen gegeben. Es soll jetzt mal nur um den Aufgabenteil E gehen. Diese wunderschöne Schaltung hier mit einer Quelle und vier Widerständen. Und was man machen soll, ist, man soll aus Sicht eben dieser Klemmen die Leerlaufspannung oder den Kurzschlussstrom bestimmen und den Innenwiderstand. Also letztendlich reicht es, wenn man von diesen drei Größen zwei bestimmt, weil sich die dritte einfach immer daraus ergibt. Ja, man kann die dritte dann noch bestimmen und eine Probe machen, und man kann die dritte einfach ausrechnen, irgendwie sowas in der Art und Weise. So, und die Frage ist jetzt, kann man die Widerstände, die ja parallel zueinander sind, zu einem Ersatzwiderstand zusammenfassen? Also ich würde jetzt erstmal so behaupten, dass diese Widerstände R1 und R2 von sich aus jetzt ja erstmal nicht parallel zueinander sind. Wenn ich das hier hinten kurz schließe, dann sind sie das vielleicht, weil dann über beide Widerstände eben die gleiche Spannung abfallen muss. An sich sind die erstmal noch nicht parallel zueinander und dann und zu einer Stromquelle umformen. Also wie ich die Schaltung lösen würde, ist, ich würde auf jeden Fall mal den Innenwiderstand bestimmen. Das ist ja meistens relativ simpel zu machen, weil Innenwiderstand bestimmen heißt, ich schaue aus Sicht der Klemmen in die Schaltung rein und mache die Quelle aus. Und wenn man eine Spannungsquelle ausschaltet, wird aus der Spannungsquelle einfach ein Kurzschluss. So. Und wenn ich dann so reinschaue und eben diesen Innenwiderstand berechne, RI, dann sehe ich, wenn das hier miteinander verbunden sind, dann ist R1 parallel R3 geschaltet. Und dazu in Reihe ist diese Parallelschaltung aus R2 und R4. So, und damit wäre dieser Innenwiderstand schon mal bestimmt. Der steht jetzt hier. So, dann könnten wir uns jetzt überlegen, zum Beispiel mal diese Leerlaufspannung hier zu bestimmen, weil das wäre jetzt ja einfach die Schaltung, so wie sie da ist. So, und also vermutlich hilft es, sich die Schaltung, es geht jetzt genau um diese Leerlaufspannung. Vermutlich hilft es, sich die Schaltung ein bisschen umzuzeichnen, weil die Schaltung so ein bisschen unüblich ist. Also wir sind Schaltungen einfach so gewöhnt, und das ist auch einfach so eine Gewohnheitssache, und Menschen sind ja auch irgendwie gut da drin, immer und überall Muster wieder zu erkennen. Und wenn das so ein ähnliches Muster hat, hilft uns das definitiv. Und das Muster, was wir kennen, ist ja so ein bisschen, dass wir die Quelle immer auf der Seite haben. Ja, so auf der linken Seite, dass die schön nach unten zeigt. Und dann sind irgendwie jetzt hier Widerstände angeschlossen, und dann gucken wir uns hier hinten irgendwie eine Spannung an. Ja, so. Und jetzt schauen wir mal. Also ich nenne mal diesen Knoten A und den Knoten B. Dann wäre, wenn die Quelle UQ nach unten zeigt, wäre das hier oben auf jeden Fall der Knoten A, und das hier unten wäre auf jeden Fall der Knoten B. So, und dann kann ich vom Knoten A zum Knoten B über diese Quelle laufen, oder ich kann auch laufen über den Widerstand R3. Dann komme ich an einem weiteren Knoten an, den nenne ich mal C, und von R3 über R1 komme ich auch nach B. Also von A kann ich auch über einen Widerstand R3 laufen, dann komme ich zu C, und über den weiteren Widerstand R1 komme ich auch unten bei B an. Das ist R1. Das wäre jetzt der Weg hier oben lang. Oder ich könnte hier unten diesen Weg lang laufen über den Widerstand R4. Dann komme ich bei einem weiteren Knoten an, den nenne ich mal Knoten D. Und dann komme ich auch da unten ran. So, also parallel dazu geschaltet der Widerstand R4. Dann bin ich bei D, und dann geht es über einen weiteren Widerstand R2, komme ich auch am Knoten B dort unten an. Das ist R2. So, und die Spannung, die ich suche, die Leerlaufspannung, das ist die Spannung, die vom Knoten C zum Knoten D zeigt. Die ist jetzt hier in diese Richtung. Das ist U leer. So, und in dieser Schaltung kriege ich das jetzt vielleicht ein bisschen schöner raus, hier diese Leerlaufspannung auszurechnen, indem ich mir, ja, zum Beispiel hier oben so eine Masche überlege,
Oder hier unten eine Masche überlege. Ich mache es mal mit der Masche hier oben. Ja, der Maschensatz hier oben in der Masche 1 würde sagen, die Spannung U3 plus die Spannung U leer muss genauso groß sein. Oh, das leer sieht irgendwie ganz komisch aus. Leer. So, muss genauso groß sein wie die Spannung U4. Die Summe von den beiden muss genauso groß sein wie die. Das kann ich natürlich nach U leer umstellen und kann sagen, U leer wäre das gleiche wie U4 minus U3. So, und jetzt ist die Frage, okay, wie kriege ich U4 raus und wie kriege ich die Spannung U3 raus? Naja, zum Beispiel mit einem Spannungsteiler, weil das ja einfach Spannungsteiler sind. Also schreibe ich auf, U4 wäre der Teilwiderstand, über den die Spannung abfällt, das wäre R4 durch R1 plus R4 mal die Gesamtspannung und das ist UQ und das gleiche kann ich für den Spannungsteiler U3 aufstellen, das wäre R3 durch R1 plus R3 mal ebenso die Spannung UQ. Und dann kann ich das beides jeweils dort oben einsetzen und dann kommt für die Leerlaufspannung raus, das wäre UQ mal, so, es fängt mit U4 an, also R4 durch R2 plus R4 minus R3 durch R1 plus R3. So, das wäre die eine Variante, das zu machen, ja. Und ich meine, die andere Variante wäre, ich würde das Gleiche jetzt mit so einer Masche hier unten machen. Und naja, dann würde ich eben sagen, ich müsste diese Spannung nehmen, U1 minus die Spannung U2. Also ich schreibe mal hin, ne, das wäre jetzt U leer, wäre also das Gleiche wie U1 minus U2. Und U1 und U2 kriege ich natürlich hin, indem ich sage R1 durch R1 plus R3 minus R2 durch R2 plus R4. So, jetzt ist es so ein bisschen schade und blöd, dass wir im Prinzip keine Zahlenwerte haben, ja, weil sonst könnte man das einfach ausrechnen. Ich mache jetzt mal trotzdem, ich verschwende jetzt mal 3 Minuten darauf zu zeigen, also wir haben jetzt 2 verschiedene Lösungen, je nachdem, welchen Maschensatz wir genommen haben, ob wir hier mit dem Maschensatz 1 oder mit dem Maschensatz 2 angefangen haben, ja. Und naja, also die können schon irgendwie ähnlich sein, weil hier tauchen ja so ähnliche Sachen drin auf, aber sind sie das oder sind sie das nicht, weiß irgendwie keiner so richtig. Ja? So, und deshalb, also um das mal zu zeigen, fangen wir mal mit der, weiß nicht, ne, ist, schwierig, ja, ich mache mal einfach in Grau weiter. Also, wenn wir mal mit dem hier oben anfangen, wie kann ich denn jetzt 2 Brüche subtrahieren, indem ich die vorher gleichnamig mache. Also indem ich die auf einen gemeinsamen Nenner bringe und der gemeinsame Nenner wäre R1 plus R3 mal R2 plus R4. So, und damit das klappt, muss ich natürlich den Zähler hier mit dem Nenner erweitern. Also steht da R4 mal R1 plus R3 und hinten steht, nee, und dann steht da ein Minus den Zähler erweitert mit dem Nenner. Minus R3 mal R2 plus R4. So, und das da unten schreibe ich jetzt nicht ab, da mache ich einfach nur Punkt, Punkt, Punkt. Und dann stellt man fest, also hier kommt R1 mal R4 raus, das
scheine ich auch nur einmal zu haben, das schreibe ich mal ab. So, dann haben wir R4 mal R3 minus R3 mal R4. Das addiert sich genau zu 0 und das, was noch überbleibt, ist minus, so lange hätte mein Bruchstück gar nicht sein brauchen, minus R2 mal R3. Also R1 mal R4 minus R2 mal R3. Durch diese, immer noch diesen gleichen Nenner. So, wenn ich jetzt mal den gleichen Spaß hier unten mache, ja, dann steht da, jetzt mache ich auch wieder nur langen Bruchstrich durch Punkt, Punkt, Punkt. Also dann steht da R1, der Zähler erweitert mit dem Nenner mal R2 minus plus R4. So, und minus R2 erweitert mit dem R1 plus R3. So, wenn man das jetzt zusammenfasst, sollte hoffentlich da genau das gleiche rauskommen. Also R1 mal R2 minus R2 mal R1 addiert sich zu 0. Also bleibt hier vorne über R1 mal R4. Und hinten bleibt über minus R2 mal R3. Ja, was genau das gleiche ist. Also können wir irgendwie Häkchen dran machen, stimmt. So, das wäre jetzt die Leerlaufspannung. Und jetzt kann ich natürlich im Prinzip sagen, aus Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom, aus Leerlaufspannung und Innenwiderstand kann ich einen Kurzschlussstrom ausrechnen. Das mache ich jetzt mal in Rot, Kurzschlussstrom. Also I kurz ergibt sich aus Leerlaufspannung, nehme ich mal ruhig hier die richtige Farbe. Halt, das war RI. Also um zu zeigen, wie das jetzt hier irgendwie zusammenhängt. Die grüne R-geleitete, und eigentlich habe ich das dann doch irgendwie alles in Grau geschrieben, Leerlaufspannung durch diesen blauen Innenwiderstand. So, und dann, tja, wenn wir das mal alles irgendwie einsetzen, steht da UQ mal, oh, jetzt kann ich ja meinen zusammengefassten Nenner dadurch ausnehmen, dann steht da R1 mal R4 minus R2 mal R3 geteilt durch R1 plus R3 mal R2 plus R4. Ja, das von hier abgeschrieben, das von hier abgeschrieben. So, und jetzt noch, also jetzt habe ich einfach nur U leer abgeschrieben. So, und jetzt noch durch den Innenwiderstand, also nochmal mal 1 durch diese Parallelschaltung da. Und dann sieht man schon, boah, das wird jetzt irgendwie eine ziemlich lange, fiese Formel. Da könnte man, wenn man wollte, bestimmt nochmal auch irgendwie was dran vereinfachen. Müssten wir uns mal anschauen. Also, ne, Idee ist jetzt, ich kann ja das hier vorne schreiben, mache ich nochmal in Blau, um zu gucken, ob man da jetzt irgendwas dran vereinfachen kann. Also das wäre ja 1 mal R3 geteilt durch R1 plus R3. So, und dazu in Reihe wäre R2 mal R4 geteilt durch R2 plus R4. Wie gesagt, das ist jetzt alles eher Mathematik und nicht unbedingt Elektrotechnik. So. Jetzt sieht man aber schon, hier haben wir die gleichen Terme. Ja, also wenn ich jetzt diese beiden Brüche addieren will, dann kriege ich die auch auf den Hauptnenner geschrieben, indem ich sage R3 plus R1 mal R2 plus R4 und das jetzt auch wieder jeweils erweitere. Also steht hier vorne R1 mal R3 mal R2 plus R4. Das ist jetzt aber mein Handy, richtig? Ja, dann ist der Akku alle. R2, R4 mal R1 plus R3. So. Naja, und dann stellt man fest, kann man da jetzt so viel vereinfachen. Also addiert sich auf jeden Fall nichts weg, weil man kein Minus hat. Also wir haben R1, R2, R3, dann haben wir R1, R3, R4, dann hätten wir R1, R2, R4, das hatten wir jetzt aber so, glaube ich, auch noch nicht, und R2, R3, R4. Also wir haben einfach immer
die Kombination von allen drei Widerständen. Ja? 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4 und 2, 3, 4. So, aber jetzt hätte ich ja, jetzt hätte ich 1 durch das, ja, also würde sich, wenn ich jetzt mal hier bei der roten Variante weiterschreibe, würden sich die Sachen meines Erachtens und die Sachen genau gegenseitig kürzen. Sehe ich das richtig? Mhm. Ja. So, und weil wir ja 1 durch das haben, so, und das heißt, es würde überbleiben UQ mal, und dann können wir auch da gleich nochmal kurz eine Einheitenprobe machen, ob das passt. Gerade Striche sind heute nicht meine Stärke. Auch nicht viel besser. So, hier oben steht R1 mal R4 minus R2 mal R3. So, und hier unten steht, ich schreibe das jetzt mal noch ein bisschen anders auf, also steht R1, R2, R3. Dann steht da plus R1, R2, R4 plus R1, R3, R4 plus R2, R3, R4. Ja, jeder mit jedem einmal multipliziert. So, hier haben wir Ohm mal Ohm ergibt Ohm Quadrat, hier unten haben wir immer Ohm hoch 3. Ohm Quadrat durch Ohm hoch 3 ergibt 1 durch Ohm. Spannung durch Widerstand ergibt einen Strom. Passt. Ja, so. Und warum ich das jetzt so ganz gern nochmal irgendwie so zeige, ist, diese Schaltung hier, die hat ja irgendwie so eine gewisse Symmetrie, ne? Also da sind R1 und R2 und R3 und R4 und die kann ich so ein bisschen in die eine Richtung spiegeln, die Schaltung, und dann kann ich die eigentlich auch nochmal in die andere Richtung spiegeln, die Schaltung und all solche Sachen. Und wenn die Schaltung so eine Symmetrie hat, dann sollte sich diese Symmetrie auch irgendwie in der Formel niederschlagen. Ja, und da ist ja auch so eine Symmetrie in der Formel drin, weil ich habe dann doch irgendwie immer wieder so gleiche Terme, wo immer mal die Indizes so ein bisschen anders sind, ne? Und also ne, wenn R1 mit R4 irgendwie verheiratet ist in der Formel, dann ist auch R2 mit R3 verheiratet und das passt hier auch und so diese ganzen Sachen. So, also wenn man jetzt Innenwiderstand ausrechnet und Leerlaufspannung, was wir gemacht haben, dann kriege ich daraus den Kurzschlussstrom raus und komme auf diese Formel. So, ich speichere das mal ab. Hätten wir das mit der Ersatzquellenmethode gemacht, können wir einfach R1 und R3 zusammenfassen und dann R2 und R4 zusammenfassen? Ja, ich glaube nicht so richtig. Also wir gucken gleich mal, warte mal. Ich will mal Zweipoltheorie, Aufgabe 65e. Also weil hier oben, also hier kann ich ja nicht zusammenfassen, weil diese Quelle hat keinen Reihenwiderstand und keinen Parallelwiderstand, den ich da irgendwie mit zusammenfassen könnte. Sehe ich ja auch, wenn ich das hier so umforme, ja, also dann gibt es, klar, für die, also wenn ich diese Spannung hier im Leerlauf betreibe, dann sind R1 und R3, auch wenn die hier parallel aussehen, sind die aus Sicht der Quelle, sind die eigentlich in Reihe geschaltet. Mhm. Und die beiden hier unten sind auch in Reihe geschaltet. Aber ich kann die jetzt nicht zusammenfassen, weil sobald ich die zusammenfasse, habe ich ja diese Klemmen C und D nicht mehr, wo meine Leerlaufspannung dran abfällt. Ja, dann kann ich keine Leerlaufspannung mehr ausrechnen. So, und deshalb irgendwie jetzt Widerstände zusammenfassen mit der Quelle ist jetzt in dem Fall bei dieser Aufgabe total schwierig. So, was ich jetzt gerne probieren würde, ist, ich mache mal eine neue Seite auf und muss dann nochmal die Schaltung da suchen. Kriege ich das jetzt irgendwie hin einfügen? Abstand, Dings, Auswahltool. So, wenn ich die jetzt nochmal kopiere und hier einfüge, ja, das hat funktioniert. So, dann würde ich jetzt nämlich hier mal probieren, in Rot tatsächlich diesen Kurzschlussstrom zu brechen, direkt, ne? Also wir schließen jetzt diese beiden Klemmen kurz und wollen den Kurzschlussstrom rausbekommen. Und da war jetzt ja noch so ein bisschen die Frage, können wir da vielleicht irgendwie Widerstände zusammenfassen? Jetzt würde ich das wieder so machen. Ich würde die Schaltung wieder so umzeichnen, dass die Quelle hier vorne ist.
Das ist wieder die Quelle UQ. So, und also die Quelle geht wieder von einem Knoten A, habe ich das so benannt, ja, zu einem Knoten B. Hier oben ist A, hier unten ist B. So, und jetzt schauen wir. Also wir könnten auch von A nach B laufen. Genau wie vorher, natürlich die Topologie der Schaltung hat sich ja nicht grundlegend geändert über diese beiden Widerstände. Jetzt müssen wir mal schauen, inwieweit uns das hilft, um den Kurzschlussstrom auszurechnen, aber es wird schon passen. Also hier wären R3 und R1 und hier in der Mitte wäre wieder diese Klemme C, wenn ich die so nenne. Und hier unten wäre die Klemme D und hier würde ich genauso eben über R4 und R2 mit dem. Jetzt eine Brückenschaltung. Genau, und jetzt ist es, also es war vorher schon sowas wie eine Brückenschaltung, vorher war es so eine leerlaufende Brückenschaltung und jetzt habe ich eine Kurzschlussbrücke. Ne? Mhm. Und der Strom, der von C nach D fließt, von hier oben nach hier unten über diesen Kurzschluss, klar, ist das jetzt im Prinzip die gleiche Schaltung, bloß dass die Brücke kurz geschlossen ist, das ist jetzt unser Kurzschlussstrom. So, und den will ich jetzt ausrechnen. Und was mir dabei natürlich irgendwie hilft, ich schreibe erst noch dran, das ist R4 und das ist R2. Also vorher hat uns ja ein Maschensatz geholfen, jetzt hilft uns ein Knotensatz. Wenn ich mal sage, der Knotensatz am Knoten C, der würde jetzt sagen, der Strom I3, der hier runterfließt, und der Strom I1, der hier runterfließt, da muss I3 so groß sein wie die Summe aus I1 plus I kurz. So, und das kann ich wieder nach dem Kurzschlussstrom umstellen. Und kann sagen, das wäre I3 minus I1. So, und jetzt war ja so ein bisschen die Sache, können wir vielleicht zu der ursprünglichen Frage mal zurückkommen. Ich kann die Frage ja noch mal kurz aus dem Chat kopieren und auch noch mal auf dieser Seite einfügen. Weil jetzt versteht man die Frage vielleicht wirklich gut. Kann man die Widerstände R1 und R2, die parallel zueinander sind, zu einem Ersatzwiderstand zusammenfassen, also die beiden Widerstände hier oben? Nein, nein, kann ich in dem Fall auch nicht. Also die sind parallel zueinander, aber sobald ich die zusammenfasse, komme ich ja nicht mehr an den Kurzschlussstrom ran, ja? Weil ich die ja dann zu einem vermatscht habe. So. Und mit dem die Spannungsquelle zu einer Stromquelle umformen. Nee, also geht meines Erachtens nicht, weil ich dann nicht mehr an diesen Kurzschlussstrom rankomme. So, jetzt können wir aber natürlich hier irgendwie versuchen, mit den Dingern hier weiterzumachen. Also wir brauchen jetzt den Strom, der hier oben fließt. Wir brauchen den Strom, der hier unten fließt. So, wie kriege ich die jetzt raus? Naja, Maschensatz. Ja, Maschensatz. Oder ich bräuchte, also wenn ich den Strom hier haben will, bräuchte ich ja erstmal diese Spannung hier, die Spannung U3,4 nenne ich die mal. Die ist ja jetzt hier drüben auf beiden Seiten gleich groß, ja, und ich bräuchte diese Spannung hier unten, die nenne ich mal U1,2, die ist ja auch hier auf beiden Seiten gleich groß, weil es ja in der Mitte diesen Kurzschluss gibt. So, die Spannung, ja, und ich würde sagen, da komme ich jetzt nicht so richtig ringsrum. Die Spannungen kann ich natürlich wieder ausrechnen mit einer Spannungsteilerregel und könnte sagen, das ist so groß wie UQ mal R3 parallel zu R4 durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung. Und das wäre R1 parallel R2 und R3 parallel R4. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist aber eben nicht das, was wir als Innenwiderstand aufgeschrieben haben, ne? Weil da war nämlich R1 parallel zu R3 und R2 parallel R4. Das ist jetzt hier was anderes. Also hier steht jetzt R1 parallel R2 plus R3 parallel R4. Darf ich mal kurz hier? Ja. Also wir sollten das dafür noch betrachten, dass man die U3,4, was genau durch den U,
OR3-Update. Genau. Und das gleicht dem Betrag vom OR4. Genau. Und wieder, also in meinem Kopf habe ich jetzt das, dass wir einfach die Spannungsteilregel nur bezüglich der R3 brauchen, nicht die. Nee, doch, weil hier, also wir können nicht nur den Spannungsteiler hier vorne nehmen, weil das jetzt ein belasteter Spannungsteiler ist. Hier fließt ja Strom in der Mitte weg. Also dann nehmen wir die beiden als eine. Genau, und wir nehmen die beiden als eine im Sinne der Parallelschaltung, ja, und dann den Gesamtwiderstand auch die beiden parallel durch die unten parallel. Oder plus die da unten parallel. Ja. Und das wird natürlich jetzt eine bombastisch lange Formel. Ja, wie ich sage, es wäre schön, wenn man einfach Zahlenwert hätte, dann könnte man die einsetzen, das einfach ausrechnen, wäre das irgendeine Zahl, jetzt wird das als Formel relativ länglich. Aber einfach, trotzdem einfach Spannungsteilerregel, was hier steht. Ja, wir sind immer noch einfach, wir machen immer noch einfach eine Spannungsteilerregel. So, und hier unten kann ich das genauso machen, also U1,2 ist UQ mal R1 parallel R2, also der Spannungsteiler ist einfach andersrum aufgeschrieben durch den gleichen Nenner da, R1 parallel R2 plus R3 parallel R4. So, und so richtig kommt man meines Erachtens auch nicht da ringsrum, das jetzt so zu machen. So, jetzt haben wir diese Spannung. Wenn ich jetzt diese Spannung habe, dann kann ich die natürlich hier oben einsetzen und daraus diesen Kurzschlussstrom ausrechnen. Da fange ich jetzt mal hier vorne an, dass ich da viel Platz habe, irgendwie diese Formel aufzuschreiben. Also das wäre I3 und I3 wäre eben U3,4 durch R3, richtig? Und das I1 wäre U1,2 durch R1. So, also UQ können wir ausklammern, das haben wir in beiden Termen drin. Dann kommt eine lange Klammer und jetzt brauche ich eben diesen Bruch durch das R3. Also schreibe ich mal in 1 durch R3 mal, tja, jetzt ist schon fast müßig, das alles abzuschreiben. Aber hier, den Teil habe ich ja auch. Ich mache mal nochmal rückgängig. Ich schreibe mal das so ein bisschen anders auf. Also weil das hier habe ich ja auch in beiden drin. Also schreibe ich mal hin, das wäre UQ durch R1 parallel R2 plus R3 parallel R4. Das habe ich in jedem drin. So, und jetzt kommt eben dazu, Klammer auf, das durch das und R3 mal R, parallel zu R4 kann ich ja auch schreiben als R3 mal R4 durch R3 plus R4. Wenn ich durch R3 teile, ist das ja 3 weg. Also von hier oben bleibt über, das ist R4 durch R3 plus R4. Ja, so, und von dem zweiten Teil bleibt über, das wäre R1 mal R2 durch R1 plus R2 geteilt durch R1 gibt es R1 weg, minus R2 durch R1 plus R2. So, und damit steht jetzt eine Formel für meinen Kurzschlussstrom da. Eigentlich bin ich jetzt schon fertig und habe den Kurzschlussstrom schon ausgerechnet. Jetzt wäre eben eigentlich nur schön zu zeigen, dass der Kurzschlussstrom wirklich das gleiche ist, wie das, was wir hier unten ausgerechnet haben. Ja, so, und das würde ich jetzt mal ganz gerne noch irgendwie versuchen zu machen, indem ich erstmal hier vorne das so ein bisschen umstelle. Also ich mache mal einen langen Bruchstrich, der für das, da, was da vorne ist, stimmt. So. Und jetzt haben wir ja wieder, hier ist ja sowas wie R1 mal R2 durch R1 plus R2. Und ich mache mal jetzt so ein bisschen Freestyle hier. R3 mal R4 wäre das hier hinten durch R3 plus R4. Ja, so, und jetzt möchte ich das ja aber gern auf einen Bruchstrich bringen. Also sage ich wieder, ich nehme das mal das
Und dann muss ich den Teil hier vorn mit dem hier hinten erweitern, R3 plus R4. Und ich muss den Teil hier hinten mit dem hier vorne erweitern, mal R1 plus R2. So, und dann kommt das Mal und dann kann ich das Gleiche ja auch hier hinten machen. Also hier kann ich die beiden Brüche auch subtrahieren, indem ich die auf einen gemeinsamen Nenner bringe. Der gemeinsame Nenner ist auch R1 plus R2 mal R3 plus R4. Ja, und dann muss ich das R4 auch erweitern. R4 muss ich erweitern mit dem Nenner hier hinten, mit dem R1 plus R2. Und das R2 muss ich erweitern mit dem Nenner hier vorne, mit dem R3 plus R4. So, und ja, es ist Mathematik und man darf sich nicht von zu vielen und zu langen Termen beirren lassen und einfach irgendwie so ein bisschen versuchen, den Überblick zu behalten. Jetzt ist natürlich das Schöne, hier und hier steht das Gleiche wie hier und hier. Das kann ich schon mal wegkürzen. Ja, so, und jetzt sortiere ich das einfach, das UQ schreibe ich mal ab und mache einen langen Bruch draus mit einem langen Bruchstrich. So, und gucke mal, was wir hier oben haben. Also hier steht R1 mal R4. Das taucht auch nicht nochmal auf, das schreibe ich mal ab. R1 mal R4. So, dann hätten wir R4 mal R2 minus R2 mal R4. Das addiert sich genau zu 0. Und dann haben wir noch minus R2 mal R3. Das kommt uns auch schon einigermaßen bekannt vor. Ja, da können wir schon mal kurz sneaken hier auf die Formel vorher. R1 mal R4 minus R3 mal R2 und so, das passt schon mal. Ja? So, und jetzt können wir das hier unten einfach noch ausrechnen. Also hier steht auch wieder R1 mal R2 mal R3, R1 mal R2 mal R4, R1 mal R3 mal R4, R2 mal R3 mal R4. Da steht wieder genau diese gleiche Summe, die wir vorher auch hatten. R1, R2, R3 plus R1, R2, R4 plus, ich weiß nicht, was für eine Reihenfolge ich hatte, R1, R2, R3 plus R2, R3, R4. Ja, eine Kombination von allen diesen. Und dann ist das glücklicherweise genau der gleiche Kurzschlussstrom, den wir jetzt eben vorher ausgerechnet haben aus Leerlaufspannung und Innenwiderstand. Ist meine Frage zu der Kurzschlussstrom? Wenn Sie auf der anderen Seite gehen können. Können Sie bitte noch einmal die U3-4 erklären? Also ich kann das nicht ganz... Klar, gerne. Also die Idee ist, ich nehme mal hier vielleicht diese leichte gelbe Farbe. Wir fassen jetzt hier oben, also für den Spannungsteiler, wo die Spannung hier und die Spannung hier genau die gleiche ist und wo dieser Querstrom in der Mitte keine Rolle spielt. Ja, also nur um die Spannung auszurechnen, da kann ich das schon machen und diese beiden Widerstände hier parallel schalten. Und also vielleicht ist die Frage, kann man die Widerstände in Ersatzteil, die parallel zueinander sind, zu einem Ersatzwiderstand zusammenfassen? Ja, kann man. Und mit dem die Spannungsquelle zu einer Stromquelle umformen? Nee, das kann man nicht, glaube ich. Ne? Also das funktioniert nicht, weil dann sobald ich die zusammenfasse, komme ich ja nicht mehr an den Kurzschlussstrom ran. Aber ich kann die eben zusammenfassen, um zu sagen, das hier ist jetzt eben dieser zusammengefasste gelbe Widerstand. Ja? Und in grün fasse ich hier unten den zusammen. Und dann habe ich eben in dem... Das ist der grüne. Also U3, 4 ist gleich U3 und U4. Genau, und ich zeichne jetzt gleich daneben nochmal eine Neuschaltung. Ne? Das ist immer noch, Moment, jetzt habe ich genau die Farben vercheckt. Also das hier muss natürlich auch der gelbe sein. Der gelbe Ersatzwiderstand und der andere hier drüben ist der grüne Ersatzwiderstand. So, und letztendlich habe ich jetzt aus der Schaltung sowas gebaut, wie hier ist immer noch meine Spannungsquelle
und an die Spannungsquelle angeschlossen jetzt eben diese beiden Widerstände, die ich gleich einzeichne. Und ich habe jetzt den Widerstand R3 und R4 zu einem gelben Ersatzwiderstand zusammengefasst. Ja. R3, 4 und ich habe die beiden unteren Widerstände 1 und 2 zu einem Widerstand R1, 2 zusammengefasst, jeweils im Sinne von dieser Parallelschaltung. Und dann kann ich das natürlich genauso nutzen, um jetzt hier die Spannung U3, 4 zu bestimmen. Oder hier unten die Spannung U1, 2, die da jeweils über beiden abfällt. Ja, und dann ist es einfach Spannungsteilerregel. Ich habe jetzt hier oben zwei parallel geschaltete Widerstände, hier unten zwei parallel geschaltete Widerstände und habe jetzt einfach diese Parallelschaltung in den Spannungsteiler eingesetzt. Ja, und eben nur den Spannungsteiler auf einer Seite zu nehmen, so wie wir das vorher gemacht haben, das geht jetzt eben nicht mehr, weil es ein belasteter Spannungsteiler ist, weil hier in der Mitte ja Spannung, Strom wegfließt. Ja, und diese Spannungsteilerregel, so wie wir sie vorher benutzt haben, hier mit, ich nehme nur R3 und R1 und ich nehme hier nur R4 und R2 und so wie das hier steht, das funktioniert eben hier nur, weil hier oben genau der gleiche Strom fließt wie hier unten. Und hier oben genau der gleiche Strom fließt wie hier unten, weil in der Mitte kein Strom wegfließt. Ja, und damit das eben jetzt in dem Fall hier hinten, hier drüben auf der zweiten Seite ja auch funktioniert, ja, muss ich mir den Spannungsteiler so bauen. Hier ist das ja auch wieder so. Hier oben, ja, der Gesamtstrom oben ist genauso groß wie der Gesamtstrom unten. Der Strom, der durch beide fließt, egal was hier in der Mitte kreuz und quer und links und rechts fließt, der Gesamtstrom hier oben auf der Seite und auf der Seite ist genauso groß wie der Gesamtstrom hier unten rechts und links. Und deshalb kann ich dann wieder einen Spannungsteiler aufschreiben. Ja, weil das Gesamtding, also das, ne, das würde jetzt nicht funktionieren, ich nehme jetzt nur nochmal eine andere Farbe, es würde jetzt nicht funktionieren, wenn hier nochmal ein Strom irgendwo wegfließen würde. Ja, dann könnte ich wieder nicht den Spannungsteiler so aufschreiben. Aber macht der zum Glück nicht. Fließt zum Glück nicht noch ein Strom irgendwo hinweg.